Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Wir stehen hier direkt bei einem Event, meine ich. Oder ist das Event schon vorbei? Nein, das Event läuft noch. Wir sollen Svanir-Schamanen töten, den Svanir. Ich komme wieder zu spät. Tschüss, Event. Es war schön in deiner Nähe. Oh, und hier vorne gibt es aber noch die Wegmarke Reißertal. Die sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Ich habe jede Menge Eulentränke dabei. Wir sollten uns irgendwann mal alle treffen und dann machen wir ein Dumpfbierengeschwader. Alle müssen vorher Eulengetränke kaufen. Das machen wir vielleicht mal im Stream. Das wird bestimmt lustig. Oh, und außerdem haben wir hier noch einen Speer der Kodan. Namens dauerhafte Reise. Durch das Grat, du Gebirgsgag. Ich will mit dauerhafte Reise reden. Ich buche eine dauerhafte Reise. Jetzt. Als Jormark erschien, suchten viele Kreaturen im Süden Schutz. Die Stimme Kodas führte uns in unser Lied des letzten Exils. Wir sind nicht die Einzigen. Auch die Quaggan-Siedlung Urgulb ist voller Flüchtlinge aus dem Norden. In solchen Zeiten des Übergangs sind Schwierigkeiten und Konflikte an der Tagesordnung und viele von uns wären für Hilfe dankbar. Aha, na gut. So. Ich komme auf jeden Fall daran vorbei, keine Sorge. So, da hätten wir... Was war das noch? Eine Sehenswürdigkeit. Ich war ja schon fast da. Also nochmal in diese Richtung. Und dann haben wir ja auch hier unten bald schon einen kleinen Flusslauf, nicht wahr? Ja, ach komm, ihr nervt doch. Guck mal, ich bin bald Level 18. Ihr Skelks. Ah, sie haben... Oh, Moment, sind die tot? Ja, das ist ja hygienisch, hier so am Lagerfeuer so ein paar Tote liegen zu lassen. Frisst das? Soll ich mal dem Wolf August helfen, die Svanir hier, die er gerade alle so schön zusammenzieht, zu machen? Ah nein, er ist auch nur auf der Durchreise. Ja, jetzt werde ich sie aber machen hier. Ernst August. Ich räume mal deinen Klumpert hier auf, ja? Sehr schön. Ach du Sohn Svanirs. Ach du Sohn eines Svanirs. Sind die ja gar nicht. Das sind ja gar nicht der Söhne von einem Svanir. Das sind ja nur die Anhänger. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich habe ein Problem. Oh, verdorri. Ich hätte mal lieber... Oh, Butter. Butter ist gut. Butter ist gut. Da kriegen wir hier ordentlich was auf Rippen. Was haben die Leute in letzter Zeit alle so ewig lange Namen? Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die Namen einfach so langsam zur Neige gehen, hä? Oder viele Leute finden keine kurzen Namen mehr, die eben nicht mehr vergeben wurden. Es werden jetzt nur noch lange Namen vergeben. Dabei kann man doch viel besser einen Doppelnamen vergeben, also Ernst August zum Beispiel, hä? Also die sind echt keine Herausforderung, das ist ja traurig. So, noch ein Schneekirschenschößling. Vielleicht aber auch erstmal hier so. Oh Gott. Bitte, bitte geht schnell weg, Idoljax. Mist. Ah! Nun gut, ist ja in Ordnung. Oh, dabei fällt mir ein, ich wollte mir doch eigentlich... So, das machen wir also dann jetzt bei Level 20. Denn ich glaube, ich habe das Hairstyling-Kit, beziehungsweise das ist, glaube ich... Ich habe, glaube ich, kein Hairstyling-Kit. Ich habe, glaube ich, nur ein komplettes Umstyling-Kit. Das habe ich wieder in die Bank gepackt. Aber gut, da ich ja dann... Oh Gott. Ich muss zur nächsten Ansiedlung. Schnell, schnell. Da ich dann dann mit Level 20 ja eh auch eine Bank aufsuche und so weiter. Ne? Dann macht das ja auch Sinn. Okay, wieder ein paar Eulengreifer. Ich nehme mal den dicken Weg. Ja, ja. Nehmen wir den dicken Weg. Ach, wie nett. Bei mir sind Wege dick und dünn. Sind eure Wege auch immer dick und dünn? Mir fehlt der Wille. Nein, dir fehlt überhaupt nicht der Wille. Sag nicht sowas, Othwein, das ist voll gelogen. Oh krass, der Eulengreif. Der hatte jetzt aber Aggro auf das Kaninchen. Eulengreif, das kann ich voll und ganz verstehen.
Ich habe da auch gewisse Aggression hinsichtlich Kaninchen. So, wo ist jetzt die... Oh, dass sie immer aus dem Schatten kommen. Das ist nervig. Oh, da war noch einer. Wo ist der jetzt hergekommen? Jetzt hau doch nicht ab, du blöder Skelk. Meine Güte. So, wo ist denn jetzt die Ansiedlung? Ach, wahrscheinlich genau in der Mitte, hä? Huh? Zwischen oben und unten, zwischen dicken und dünnen Weg. Bin ich da? Ich bin nicht da. Lied des letzten... Wow! Stufenaufstieg durch die Sehenswürdigkeit. Lied des letzten Exils. Ach, wir sind schon am Fluss. Wir sind schon eine ganze Weile lang hier am Fluss. Wie nett. Haha. Okay. Könnte ich mal noch nicht nehmen. Mist, eine Stufe fehlt uns noch. Eine Stufe fehlt uns noch. Ah, und auch hier haben wir wieder irgendwie von allem etwas. So, es gibt eine Farbe. Ja, wir können... was ist mit Azura-Portalen? Damit können wir reisen. Das konnten wir doch früher auch schon. So, und dann nehmen wir mal eine Farbe. Ich habe sie natürlich bereits alle. Ich nehme aber die Eisrose. Die Eisrose. So. Streifenkauz. Oh, Käuzchen sehen hier genauso aus wie heilige Eulen. Und die jungen Eulen auch. Alles klar, Wegmarke haben wir eingenommen. Sehr gut. Resolute Rüstung. Entmutigter der Unentschlossenen. Stille Wasser sind tief. Ja. Blutendes Eis. Wintertau. Sanfte Genesung. Also, die haben so esoterische Namen. Tratschende Jägerin. Ich denke, sie haben die Bären geärgert und sie lässt sie in Bärengestalt, um sie Demut zu lehren. Nach allem, was ich mit denen so erlebt habe, hat das aber nichts gebracht. Oh, okay, das war's schon. Kurzzeitige Gelassenheit. Ach, die Namen sind ja toll. Ist denn hier irgendeiner kenntlich als... Oh, Kodan Schneerufer. Kodan Schneerufer. Es gibt tatsächlich auch welche, die keine besonderen Namen haben, ne? Kodan Schneerufer. Die heißen hier alle jetzt Kodan Eishake. Schön. Schneerufer. Stiller Schneefall. Schneerufer, Schneerufer. Kriegerin, Kriegerin. Oh, die gibt's auch. Wie witzig hier dieser angelegte Weg, ne? Anstelle, dass man einfach... So lauscht nun dem Wind, auf dass ihr das Echo von Kodas Worten hört. Protokollführer. Lauscht dem Wind. Was geht... Oh, Kodan-Versammlung. Oh, cool. Die Stimme Kodas ruft nach einer neuen Klaue. Wer kommt dem Ruf nach? Na, was passiert hier? Eine Prüfung wird zeigen, wer es wert ist, Kodas Klaue zu sein. Ihr habt einen Viertelzyklus Zeit, euch auf die Prüfung vorzubereiten. Nutzt diese Zeit weise. Oh. Ich bin stark genug, Klaue zu werden, aber noch ungeprüft. Jetzt suche ich mir Herausforderer. Mein Geist muss ruhiger werden. Vielleicht bringt Meditation am Ufer ihn ins Gleichgewicht. Jeder von uns folgt seinem Pfad. Wer erreicht das Ziel als Kodas Klaue? Die Stimme und Koda entscheiden das in der Prüfung. Jetzt wollen wir uns vorbereiten. Sie fürchten uns. Niemand sieht die Welt durch andere Augen als die seinen. Sie verstehen uns nicht und wir sie nicht. Ihnen fehlt leider das innere Gleichgewicht. Wie kann man sich auf Verbündete verlassen, die derart unbeherrscht sind? Das Schwert braucht nicht strategisch denken zu können, um zuzuschlagen. Die reden von den Norn. Hallo? So, der eine Kodan geht ans Wasser, um dort zu meditieren. Der andere sucht sich Herausforderer. Also der Udwein, der kämpft gern, ne? Gucken wir mal. Da ist Eishake. Komm, Eishake, zeig mir mal, was eine Eishake ist. Hm?
Bruder segne euch. Meine Stärke ist groß, doch ich stelle sie in Frage. Kuda muss mich prüfen. Ich fühle mich stark wie die See. Aber ob mir das helfen wird, wenn ich gegen die Felsen ist geworfen hier keiner, werde? Der mir hilft, meine Fertigkeiten zu stählen? Warum? Ich wollte doch mit dem. Ich grüße euch, wie die Sonne den Morgen grüßt. Ich fühle mich stark wie die See. Aber ob mir das helfen wird, wenn ich gegen die Felsen geworfen werde? Ich werde euch helfen, diese Frage zu beantworten. Haltet euch nicht zurück. Okay, fangen wir mal damit an. Und dann damit. Ja, ja. Oh. Das ging ja fast in die Hose. Also der Eishake ist dann doch gut und wollte mir gerade zeigen, was eine Hake ist, ne? Solche Macht jenseits der Grenzen meines Körpers suche ich neue Kraft erwarten. Oh nein! Oh nein! Eishake! Da, ich werfe mit Steinen Schneematsch nach euch. Ja, ich krieg den noch! Nein! Eishake hat's noch geschafft! Eishake hat mir die Hake gezeigt. Ach, du Schande. Aber ich will eine Revanche. Ich will eine Revanche. Das hätte auch anders ausgehen können, finde ich. Es war so knapp. In Ordnung. Diesmal mit dem Hammer. Fangen wir mit dem Hammer an. Grüner, leckerer Fisch. Los, Eishake. Eishake. Oh. Es gibt eine Zeitbegrenzung dafür. Ja, stellt meine Kraft auf die Probe. Zeigt mir, was ich nur aus einer Niederlage lernen kann. Oh, du wolltest so gerne jetzt und... Oh, Mann. Oh Mann. Tatsächlich schon wieder? Bei ungefähr der gleichen? Mann. Ich schaff's. Aber der macht immer mehr Schaden an mir. Aber jetzt schaff ich's. Diesmal schaff ich's. Ja, komm schon. Ich sterb jetzt trotzdem. Oh Gott. Ich kann's nicht mehr annehmen. Oh Mann. Ich muss mal irgendwas hier wegschmeißen. Den Löwenzahn. So. Pack weg das Zeug. Manu. Jetzt aber. Das gibt Ärger. Ach, und Wein. Sei mal nicht so großspurig hier. Oh wei. Oh Gott, was macht der mit seinem Becken? Rotwein. Manchmal ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt und auch nicht der richtige Ort. So, in Ordnung. Wir haben dem ersten geholfen. Dann gucken wir mal beim zweiten. Ist wahrscheinlich irgendwo hier. Talerspitze. Stiller Schneefall und Eishake. Ach, jetzt kämpfen die beiden miteinander. Oh. Okay, ich muss schon sagen, Eishake, du warst ein würdiger Gegner. Du hast mir gezeigt, was eine Hake ist. Mal vielleicht gucken, was der hier jetzt die ganze Zeit so zum Besten von halt, sich gibt. Hört! Durch Prüfung erkennen wir unseren wahren Geist und geben unsere Stärken offen zu erkennen. Mhm. Eishake hat gesiegt. Ja! Jetzt muss die Stimme euer Kriegerherz beurteilen. Okay. Yeah, Eishake! Ich bin die Klaue. Ihr seid die Stimme. Kudas Worte rufen uns zum Handeln auf. Ich bin die Klaue. Ihr seid die Stimme. Wir sind Kudas Pranken und Mund. Kudas Wille geschehe. Laut ein. Es war. Die Entscheidung ist gefällt. Es gibt eine neue Klaue. Ah, genau. Erstmal hinterher gucken. Aha. So, und nü?
Jetzt ist Eishaken die neue Stimme Kodas, oder was? Kodas Stimme hat uns bisher geführt. Nun müssen wir handeln. Verständigt ihr die Krieger. Verschärft das Training und sammelt Rationen für Spähtrupps. Ihr befehlt, Klaue. Ah, nee, nicht die Stimme, sondern die Klaue, okay? Aha, also, Ja. Ja, ihr lasst den jetzt hier alleine, die Eishake? Ach, die Klauen-Ehrenwachen stehen ihm zur Seite. Ja, dann ist in Ordnung. Okay. Gut, viel Spaß, Eisklaue. Es war mir eine Freude, dir geholfen zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob automatisch derjenige gewinnt, für den man sich entscheidet, dass man ihn irgendwie bei seinem Kampf unterstützt. Wir haben da hinten noch ein Herzchen. Da hat es aber etwas mit Quakern zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir springen hier mal ins Wasser. Denn die Quakern, die befinden sich ja unter Wasser. Hui! Oh Gott, und giftige Quallen. Nein, ich mag die Quallen nicht. Ich glaube, meine Unterwasserwaffen sind ungenügend. Oh Gott. Ich meine, okay. Okay, okay, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr... Okay. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Giftige Quallen. Noch mehr giftige Quallen. Ich bleib lieber erstmal unten. Sollen die giftigen Quallen noch bleiben, wo der... Oh Gott, es gibt sogar bösartige arktische Quallen. Das ist überhaupt alles ziemlich gefährlich da hinten, weil da so viele gelbe Viecher sind, die automatisch rot werden, wenn man Pech hat. Oh Gott, nein, und da ist die böse arktische. Och, verdorre, sind da noch mehr rote? Großartig, es gibt's doch nicht. Ja, also natürlich gegen vier... Ich bin eine Eule? Hallo? Ich bin doch gar nicht so böse. Ich bin doch eine Eule. Genau, ich schwimme an die Oberfläche. Huiuiui. Mit, oh Gott, das verletzte Bein. Oh Gott, damit kann man einfach nicht an die Oberfläche schwimmen. Na, Qualle? Jetzt gibt's Ärger! Die bösartige Qualle wartet erstmal ab. Das sieht voll eklig aus hier mit diesen Adern hier auf diesem Köpfchen. Oh, oh, nein, 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 nein. Jetzt hat er gemerkt, dass ich wieder am Leben war. Am dran, am tun. Ich meine, dass ich gelebt habe. Bleiben wir hier oben. Und weinen auf der Flucht. Ja? Ist sie abgedreht? Ja, die Bösartige ist weg. Die schaffe ich schon. Hier, ich schaffe es. Oh Gott, die ist wieder da. Sie ist wieder da. Raus aus dem Wasser. Utwein, springen. Los, nimm die Füße raus. Alles voller Haie. Piranhas. Puh. Glück gehabt. B. Wie ist denn meine Unterwasserwaffe? Das ist ein Level 8 Speer. Das war mir doch irgendwie klar, dass das schlecht ist. Vielleicht gehen wir lieber nochmal zurück irgendwo dahin, wo wir Waffen kaufen können. Das wäre zum Beispiel hier. Ja? Ja. So, und jetzt ganz schnell. Ich muss zum Waffenschmied. Ich brauche Revanche und meine Rache wird bitter sein. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Ja, ganz schnell. Und geben mir bitte eine tolle Waffe für Unterwasser. Dreizack? Nee. Speerschleuder? Nee. Harpune? Ja. Level 15 ist immer noch besser. Wartet mal. Nee, Level 20 kann ich eh nicht tragen. So, und dann verkaufe ich jetzt hier auch nochmal eben mal meinen Schrott. Zack, und schon habe ich wieder viel weniger dabei. Fetzen der verzauberten Karte verkaufe ich auch, weil... Genug gesagt. Genug gesagt. Reden wir nicht mehr drüber? Genau, reden wir nicht mehr drüber. Das können wir eigentlich mal beim Handelsposten verkaufen. Das wird nicht viel bringen. Oh, immerhin. Oh, immerhin, die Eisrose bringt doch 9 Silber. Nicht schlecht. So, und hier brauche ich leider immer noch einen ganzen Level. Na dann. So, dann würde ich sagen, ich komme zurück, du bösartiges Quallengezücht.